Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Webcast hier auf www.büso.de. Letzte Woche haben wir es nicht geschafft, heute ist der 13. April, wir sind wieder live auf Sendung und man muss wirklich sagen, es kann niemand behaupten, die Welt würde sich nicht rasant schnell bewegen und entwickeln. Und um über diese Entwicklungen zu sprechen und ein wirklich dringend benötigtes Bild hier in der deutschen politischen Landschaft zu schaffen, freue ich mich auch heute Abend Helga Zeppler-Rusch begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Helga. Ja, guten Abend. Nun, als erstes, denke ich, ist der wichtigste Themenbereich einer, der möglicherweise in den Vereinigten Staaten und damit implizit für die ganze Welt eine riesige Änderung bedeuten kann. Etwas, das gerade zum Thema einer Sendung im US-Fernsehen geworden ist, der sogenannten 60 Minutes, nämlich dreht es sich um die von uns hier in dieser Sendung oft diskutierten 28 Seiten. Du bist nah dran. Gib uns doch bitte zuerst mal ein Bild davon, was sich hier gerade abspielt, um diese Verstrickung von Saudi-Arabien mit dem 11. September 2001. Ja, das ist eine wirkliche Bombe, weil am vergangenen Sonntag war es, glaube ich, 60 Minutes, CBS-Sendung, 20 Minuten über diese berühmten 28 Seiten des ursprünglichen Berichtes zum 9. September 2001 gebracht hat. Und das haben wir ja schon sehr oft in dieser Sendung besprochen, dass der ursprüngliche Bericht, der von der gemeinsamen Kommission von US-Kongress und Senat veröffentlicht worden war, 28 Seiten geheim gehalten wurden. Und da geht es eben darum, welche Rolle hat Saudi-Arabien bei der Finanzierung und in vielerlei logistischer Hinsicht beim 9. September, beim 11. September gespielt. Und das ist ja inzwischen eine Frage einer Gesetzesvorlage im amerikanischen Kongress. Obama hatte während des Wahlkampfs 2008 versprochen, den Familien der Opfer dieses Anschlags, er würde diese 28 Seiten sofort veröffentlichen. Das hat er nicht gemacht. Und damit genau wie zuvor Präsident George W. Bush eben ein Cover-up dessen, was da wirklich vorgefallen ist, weitergeführt. Und das ist eben jetzt herausgekommen. Wie wir gehört haben, war dieser Bericht seit vielen Monaten fertig. Die Sendung wurde aber so getimt, dass es eben 10 Tage vor der geplanten Reise von Präsident Obama nach Saudi-Arabien dann gesendet wurde. Und ich kann also unseren Zuschauern nur empfehlen, schauen Sie sich diese Sendung unbedingt im Archiv an und verbreiten Sie die so weit wie möglich, weil das ist wirklich der Schlüssel zu ganz vielen Fragen, was heute eben in der Weltpolitik schiefläuft. Es kamen da also sehr viele führende Politiker, auch Demokraten, zu Wort, die alle quasi gesagt haben, es gibt jetzt keinen einzigen Grund mehr, diese 28 Seiten nicht umgehend zu veröffentlichen. Und für uns in Europa ist es natürlich auch besonders wichtig, weil wir erinnern uns, dass am Tag des Anschlags auf Charlie Hebdo in Paris der Senator Bob Graham gesagt hat, wenn diese 28 Seiten veröffentlicht gewesen wären, wäre es zu diesem Anschlag nicht gekommen. Und da wir ja nun eine akute Terrorgefahr haben nach den neuen Anschlägen in Paris, Belgien, Warnungen sind für Deutschland ausgegeben worden. Ist es also wirklich dringend wichtig, dass der Bundestag diese Sendung zum Anlass nimmt, sofort eine Anhörung und Untersuchung zu machen, Zeugen aus den USA einzuladen, weil das ist nicht eine interne Angelegenheit der USA selbst. Es ist also jetzt unheimlicher Druck, also weil zum Beispiel nicht nur die Menschen, die dort in der Sendung sich geäußert haben, fordern, dass Obama sofort diese 28 Seiten veröffentlichen muss, sondern eben auch jetzt der New Yorker Senator oder die Senatorin Kirsten Gillibrand hat also ein Interview gegeben unmittelbar danach und sagt, das Weiße Haus hat erstmal gesagt, ja, wir werden die Sache prüfen und bis zum Ende der Amtszeit von Obama werden wir unsere Meinung dazu kundgeben. Und dann hat eben diese Senatorin Gillibrand und verschiedene andere gesagt, nein, das muss jetzt sofort gemacht werden, noch bevor Obama in 10 Tagen nach Saudi-Arabien fährt, damit diese
dieser ganze Tatbestand dann Gegenstand der Diskussionen zwischen Obama und der saudi-arabischen Führung sein kann. Nancy Pelosi hat auch verlangt, dass es sofort veröffentlicht werden soll. Und da ist jetzt ein Riesendruck. Und unsere besten Informationen sind also, dass man im Weißen Haus wirklich, also völlig, also panisch ist über das, was da rauskommen kann. Gleichermaßen natürlich in Großbritannien, weil die Rolle von Großbritannien ist natürlich auch prominent. Und natürlich auch in Saudi-Arabien selbst. Aber wenn dieser Sachverhalt aufgedeckt wird, also wer sind eigentlich die terroristischen Unterstützer, die Rolle von Saudi-Arabien in Bezug auf Wahhabismus, also Wahhabismus, Salafisten und vor allen Dingen die Rolle der Geheimdienste dabei, dann ist das wirklich die effektivste Methode, um wirklich auf den Boden dessen zu kommen, was eigentlich dieses Terrorismusphänomen ist, was die Welt heute so sehr bedroht. Also damit ist sicherlich einer der Hauptspieler oder eine der Hauptspielfiguren des britischen Empire direkt ins Rampenlicht gekommen. Und die andere Macht oder die andere Kraft, die in dem Zusammenhang in der letzten Zeit eine ganz schlimme Rolle eigentlich gespielt hat, ist ja in Deutschland wegen verschiedener satirischer Videos auch auf die Tagesordnung gekommen, nämlich die Türkei. Und ich denke, es wäre für unsere Zuschauer sicherlich lohnenswert, auch zu erfahren, wie du eigentlich das Verhalten der türkischen Regierung eigentlich siehst. Denn immerhin hinter dem Streit, ob jetzt Jan Böhmermann bestraft werden soll oder nicht, das ist ja überhaupt nicht das eigentliche Thema, sondern das eigentliche Thema ist ja das, was sich dort in der Türkei bezüglich Syrien, bezüglich des IS, auch bezüglich der Kurden abspielt. Und ich denke, es wäre wichtig, an der Stelle vielleicht mal den Diskussionsgegenstand dahin zu erheben und auszuweiten, wo er eigentlich hingehört. Ich denke, das wirst du sicherlich können. Wie siehst du das? Ja, die Rolle der Türkei ist ja nicht so sehr verschieden von der Saudi-Arabiens. Noch vor 2 Wochen etwa hat der russische UN-Botschafter Vitali Churkin dem UN-Sicherheitsrat ein ganzes Dossier übergeben über die fortdauernde Rolle von Saudi-Arabien bei der Finanzierung und logistischen Unterstützung von ISIS. Und deshalb ist natürlich das EU-Abkommen, was also mit der Türkei gemacht wurde, um die Flüchtlingsfrage zu lösen, war natürlich immer vollkommen absurd. Und ich meine, wir haben das ja sehr deutlich kritisiert von Anfang an. Wie kann man ein Land, was mit zu den Verursachern der Flüchtlingskrise gehört, nämlich die Unterstützung von ISIS, wie kann man mit so einem Land ein Abkommen machen, denen auch noch 6 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, damit die praktisch die Flüchtlingsfrage geografisch ein bisschen weiter weg verlagern, weil das Schicksal der Menschen wird ja dadurch nicht anders, wenn man der Türkei quasi die Verantwortung übergibt. Das haben ja auch alle Menschenrechtsorganisationen und Hilfsorganisationen schärfstens kritisiert, dass es eben keine Garantie gibt, dass die Türkei wirklich Schutz gewährt für die Menschen, die den Schutz dort dringend notwendig haben, sondern dass es Hinweise gibt, dass eben Flüchtlinge dann zurückgeschickt werden in die Kriegsgebiete, nach Syrien, nach Irak, nach Afghanistan. Und das ist eigentlich eine totale Augenwischerei. Und man sieht ja, dass der ganze Kuhhandel nicht funktioniert. Und was natürlich die Tragik dabei ist, ist das Schicksal der Menschen. Man sieht jeden Tag die furchtbaren Bilder von Idomeni. Und wenn jetzt praktisch die mazedonische Polizei mit Tränengas und möglicherweise sogar Gummikugeln gegen die Flüchtlinge vorgeht, dann ist die EU insgesamt dabei, wirklich den allerletzten Rest von Menschlichkeit zu verlieren oder zumindest den Anschein davon und verliert wirklich die Berechtigung, irgendwo nochmal von Menschenrechten überhaupt zu reden, weil die werden in der EU selber mit den Füßen getreten. Also das ist überhaupt gar keine Lösung und der Herr de Maizière, der ja so unschöne Formulierungen benutzt hat, wie man müsste da ganz harte Bilder ertragen, der scheint ja jetzt doch nach einer Woche oder so
plötzlich die Erkenntnis zu haben, dass es sowieso nicht funktioniert, sondern dass sich die Flüchtlinge andere Routen suchen, also etwa über Libyen versuchen, dann nach Italien zu kommen. Und das ist alles keine Lösung. Das sind alles wirklich, also ich verstehe überhaupt nicht, wie diese Leute überhaupt zu so stümperhaften Vorschlägen kommen können. Also das war klar von Anfang an, dass es nicht funktionieren kann, weil wenn Menschen vor Krieg und weglaufen, dann werden sie immer einen Weg finden, ihr Leben zu retten. Und was also die EU da versucht mit Frontex und NATO, ist abscheulich, genauso wie es inkompetent ist. Also von daher ist natürlich jetzt wirklich eine dringende andere Politik notwendig. Aber ich glaube, dass, also wenn diese 28 Seiten auch in Europa so gewürdigt werden, wie sie das dringend verdienen, dass das natürlich dann nicht nur Saudi-Arabien betrifft, sondern auch die Rolle der Türkei zur Sprache kommen wird, was diese ganze Sache angeht. Nun, ich sagte ja gerade schon, damit haben wir die Rolle Saudi-Arabiens, der Türkei auf dem Radar beziehungsweise unter ein dickes Flutlicht gestellt. Aber es sind ja, und das ist etwas, was dein Ehemann Lyndon LaRouche seit vielen Jahrzehnten immer wieder betont hat, das sind Spielfiguren, die im Grunde in einem in einer orchestrierten Art und Weise arbeiten, die auf das britische Empire zurückgeht. Und da haben ja die letzten zwei Wochen doch Erstaunliches zutage gebracht in Form dieser Panama-Papiere. Ich denke, diejenigen, die auf unsere Veröffentlichungen achten, haben die entsprechenden Artikel schon gelesen bei uns auf der Webseite und auch einige anderswo. Aber ich glaube, wir haben da wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das eröffnet ja auf einmal die Sicht in eine Welt, über die wir zwar sonst oft gesprochen haben bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität oder beim Schiller-Institut, aber was natürlich gar nicht so in der Diskussion war. Und jetzt ist es, als ob man in dieser sonst im Dunkeln gehaltenen Welt auf einmal einen riesengroßen Lichtschalter gefunden hat und alles ist an. Also wir haben darüber in den letzten Wochen hier intensiv diskutiert. Es wäre jetzt gut, deine Stimme zu hören. Was denkst du, was verbirgt sich eigentlich hinter dieser ganzen Sache? Denn was anfänglich scheinbar wie gegen Putin oder Xi Jinping gerichtet schien, scheint ja doch in eine ganz andere Richtung zu gehen. Also wie siehst du das, wie sich das gerade entwickelt? Das ist ja doch höchst dramatisch und niemand kann mir behaupten, die Welt würde sich nicht bewegen. Naja, also wir haben ja, ich glaube, in den 70er Jahren bereits ein Buch veröffentlicht, das hieß Dope Incorporated, wo wir die ganze Organisation des Drogenhandels vom Anbau bis zu den Routen, wie das prozessiert wird, bis zur Geldwäsche sehr deutlich dokumentiert haben. Und wir haben damals immer auf die Rolle Großbritanniens und des Commonwealth-Bankensystems hingewiesen. Das hat uns seinerzeit und wiederholt auch immer wieder die alle möglichen Verleumdungen eingetragen und Leute haben sich darüber lustig gemacht. Aber ich denke mal, die Lacher sind jetzt auf unserer Seite, weil sich genau herausstellt, dass also 55% all der Offshore-Banken in der Karibik, Virgin Islands, Cayman Islands und viele andere mehr, die jetzt in diese Operationen involviert sind, sind Teil des Commonwealths. Und es geht ja dabei nicht nur um Steuerhinterziehung, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, sondern es geht im Grunde eigentlich auch um den ganzen illegitimen oder illegalen Bereich, dass eben Privatinteressen sich quasi des Finanz- und Bankensektors bemächtigt haben und im Grunde jegliche Kontrolle immer weiter abgebaut haben. Also ich möchte darauf hinweisen, dass mein Ehemann Lyndon LaRouche, als Nixon am 15. August 1971 das wirklich attackiert hat, als Nixon nämlich damals den Dollar vom Gold abgekoppelt hat und das alte Bretton Woods-System abgeschafft hat. Damit quasi die Schaffung nicht kontrollierter Offshore-Märkte überhaupt erst möglich geworden ist und damit auch die Kreditschöpfung weggenommen wurde von der Kontrolle von Parlamenten oder souveränen Regierungen hin eben zu Privatinteressen, die dann auf diesen Offshore-Islands quasi so eine Art Checkreiterei
gemacht haben in Bezug auf die Geldschöpfung und Kreditvergabe. Und das war der Anfang davon. Wie gesagt, es ist 71, das sind jetzt 45 Jahre her, 45 Jahre, wo sich dieses Monstrum immer weiter entwickelt hat. Und diese Firma, die jetzt in Panama da ins Schlaglicht gekommen ist, ist ja nur die viertgrößte. Es gibt also noch drei weitere, die viel größer sind. Und es stellt sich eben heraus, dass eben bei dieser Panama-Firma die Bank, die am meisten für die illegalen Schiebereien verantwortlich war, ist die Hongsheng Banking Corporation, die ja schon ins Scheinwerferlicht gerückt ist wegen der Geldwäsche von mexikanischen Drogengeldern, die jetzt unter anderem einen Gerichtsprozess haben von Familien, deren Mitglieder der Drogenmafia in Mexiko zum Opfer gefallen sind und die jetzt diese Bank verklagen mit dem Argument, dass diese Morde überhaupt nur haben passieren können, weil diese Bank die Geschäfte dieser Mafia eben führt. Und das wirft natürlich ein Licht auf den Charakter, dass im Grunde, es wurde schon der Punkt gemacht, Panama ist eigentlich nur ein zufälliger Platz, weil es ist ja keineswegs so, als würden die Leute mit Koffern voll Geld nach Panama reisen, das Geld dort irgendwo deponieren, sondern es wird alles ganz legal gemacht durch Banken. Die Hongsheng Banking Corporation wurde genannt, dann die UBS, Union Bank of Switzerland, Credit Suisse, Deutsche Bank und viele andere Banken mehr. Eigentlich kann man sagen, die gesamten amerikanischen und europäischen Banken sind involviert. Und wenn man dann nochmal sich erinnert, dass ja Libor-Schwindel nie wirklich geahndet wurde, dass also viele der Banken, die jetzt negative Bilanzen haben, die deshalb negativ geworden sind, weil sie inzwischen so viel Strafzahlungen haben, dass die also ins Minus gerückt sind, was ihre Gewinne angeht. Deutsche Bank ist da ganz prominent dabei, dann muss man wirklich sehen, dieses gesamte transatlantische Finanzsystem, was also die Schere zwischen Reich und Arm immer mehr vergrößert hat, sodass 1% der Leute immer reicher werden, Milliardäre werden, im Grunde so viel Besitz anhäufen, dass sie in ihrem Lebensraum, in ihrer Lebenszeit das nie und nimmer irgendwie sinnvoll nutzen können, während die Masse der Bevölkerung, der größere Teil der Menschheit immer weiter verarmt. Und dieses System, was jetzt im Grunde da mit den Panama-Papieren aufgeflogen ist und wo ja netterweise eben auch der Cameron jetzt involviert ist, der Herr Macri von Argentinien, also eigentlich Leute, die zu den engsten Freunden dieses Systems gehören, die konnten es eben auch nicht lassen, da ihre Finger in den Honigtopf zu stecken und die werden eben jetzt da auch entsprechend untersucht. Das ist erst der Beginn. Wie gesagt, es sind 11 Millionen Dokumente und wie gesagt, es ist auch nur eine Firma. Also was sich da an Abgründen noch entwickeln kann, ist wirklich ganz immens, wobei man natürlich immer noch mal also im Kopf haben muss, und das, da will ich mich jetzt noch nicht ganz bis ins allerletzte festlegen, weil es ist bekannt, dass viele Geheimdienste nicht nur kriminelle Aktivitäten tolerieren, beobachten und zum Teil auch nutzen für ihre eigenen Zwecke, sondern dass sie zum Teil auch Leute regelrecht verführen, also vom FBI ist das bekannt, und die dann quasi ihr Wissen über solche kriminellen Aktivitäten zu irgendeinem Zeitpunkt hochgehen lassen, um ganze Landschaften zu destabilisieren. Also ich möchte da nur an Italien erinnern, was in den 90er Jahren die berühmte Operation Clean Hands, also saubere Hände, lanciert hat, oder auch Tangentopolis, das ist das italienische Wort für Bribes Will oder im Grunde, dass man eben durch Rückzahlungen jedes Geschäft, vor allen Dingen natürlich im öffentlichen Bereich,
praktisch mit Mafia-Methoden finanziert. In Italien war das gesamte Nachkriegssystem. Jeder wusste, die Parteien finanzieren sich durch das berühmte Amici-Di-Amici-System. Das heißt, eine Hand wäscht die andere, man kriegt immer einen Profit zurück, wenn man irgendein Geschäft abschließt. Und das war bekannt, das war also die italienische Nachkriegskultur. Und als dann diese Operation Clean Hands lanciert wurde, hat das in den 90er Jahren die gesamte italienische Parteienlandschaft quasi zerstört. Die traditionellen Parteien wie Christiana Democrazia, die wurden also weggeputzt. Und stattdessen gab es immer wieder neue synthetische Parteiformationen, die natürlich letztlich die Verteidigung der Souveränität Italiens enorm geschwächt haben. Jetzt wurde berichtet, dass die Antikorruptionskampagne in Brasilien, vor allen Dingen gegen Dilma Rousseff, nach diesem italienischen Modell der Clean Hand Operation läuft. Und natürlich ist das auch eine Destabilisierung eines Schlüssellandes der BRICS-Staaten. Und jetzt mit diesen Panama-Papieren bleibt noch zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ist es also intendiert, quasi die bestehenden politischen Strukturen so zu destabilisieren, dass sie alle ins Chaos geworfen werden? Das ist nicht auszuschließen. Oder ist es ein genuiner Whistleblower wie Edgar Snowden, die ihren Finger legen auf tatsächliche Missstände, die also wirklich dringend aufgedeckt werden müssen. Also ich denke mal, wir sollten beides im Hinterkopf haben und weiterhin sehr genau beobachten, wie sich diese Sache entwickelt. Aber eine Sache kann man mit Sicherheit sagen, dass es sehr, sehr nützlich ist, weil es eben den durch und durch kriminellen Charakter dieses Systems wirklich nochmal von einer neuen Seite beleuchtet. Und ich habe schon vor einigen Jahren mal einen Artikel geschrieben, ist das ganze transatlantische Finanzsystem ein einziger Ponzi-Schwindel? Das war, als damals der Chef der New Yorker Börse seine Kunden um 50 Milliarden betrogen hatte und bestätigen, dass dieses Finanzsystem, so wie es sich entwickelt hat, nach der Aufhebung des Bretton Woods-Systems durch Nixon, aber dann natürlich vor allem nochmal durch die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes 1999 und dann den ganzen Deregulierungen, die dem gefolgt sind, also etwa die exzessive Gestattung von Derivatgeschäften, Schattenbanken und im Grunde allen Deregulierungen, die sich seitdem entwickelt haben. Also das ist jetzt wirklich im Scheinwerferlicht und es gibt nur eine einzige Medizin dagegen. Und das ist die sofortige Einführung des Glass-Steagall-Trennbankensystems, genau wie Roosevelt das 1933 gemacht hat. Ja, ich wollte nämlich gerade auch nochmal darauf kommen, denn es mag jetzt eine andere Zeit sein und auch vielleicht eine andere Größenordnung und Dimension, aber diese Vorkommnisse und das, was bis jetzt zutage gekommen ist durch diese Panama-Papiere, erinnert mich sehr an ein Buch, was Ferdinand Pecora geschrieben hat in den späten 40er Jahren, Wall Street Under Oath, und dort beschreibt er ja, dass aufgedeckt worden ist durch die Anhörungen im US-Senat, im Bankenausschuss 1932 und 1933, gezeigt wurde, dass in einem so großen Umfang und so systematisch betrogen worden ist, dass sich die meisten das tatsächlich gar nicht haben vorstellen können, dass das überhaupt geht. Und das angesichts, ich weiß, dass ein großer Kritikpunkt, den hast du ja vor einigen Wochen geäußert in einem Artikel, wo du darauf hingewiesen hast, hattest eine ganze Reihe von Reaktionen verschiedener deutscher Vertreter, unter anderem von zwei ehemaligen Volkswirten der Bundesbank, Ottmar Issing und Jürgen Stark, aber auch andere, die du dort zitiert hast, in Reaktion auf die Politik der EZB. Denn nach dem, was du jetzt dargestellt hast, ist das ja nicht losgelöst von der Tatsache, dass da auf einmal dieses Riesengeflecht aufgedeckt worden ist, von dem du ja jetzt sagst, dass es vielleicht auch erst nur ein Teil von dem ganz großen Ding ist. Jetzt sagst du Glass-Steagall, ich frage jetzt mal so, ist das eigentlich ausreichend und was muss eigentlich wiederhergestellt werden, damit wir überhaupt ein funktionierendes Bankensystem haben? Denn du hast ja, so erinnere ich mich, in der letzten Zeit immer wieder dringend davor gewarnt, dass dieses Spiel jederzeit an sein Ende kommen kann.
Na, die Panik ist ja da. Also es gibt im Augenblick wirklich eine Riesendebatte, dass natürlich die Idee von Helikoptergeld, was von Draghi da in die Diskussion gebracht worden ist und was im Übrigen Ben Bernanke jetzt nochmal gefordert hat im Kontext der Halbjahrestagung von IWF und Weltbank, die also jetzt von Freitag bis Sonntag in Washington stattfinden wird und wo im Grunde also wirklich die Warnungen wirklich immer lauter werden, dass eben die Too-Big-to-Fail-Banks, also die Banken, die angeblich zu groß sind, als dass sie untergehen dürfen und deren Manager auch zu wichtig sind, als dass man sie ins Gefängnis stecken dürfte, also Too-Big-to-Fail, Too-Big-to-Jail, dass das eben dabei ist, wirklich zu detonieren. Also die europäischen Banken ohne dieses Helikoptergeld sind pleite, aber mit Helikoptergeld ist es natürlich Hyperinflation. Und die Lage in Japan, in Amerika ist natürlich nicht wesentlich besser. Und deshalb haben ja gerade in den letzten Tagen sehr viele prominente Vertreter des Glass-Steagall oder Befürworter des Glass-Steagall-Gesetzes sich ganz dringend dafür ausgesprochen. Eben Elizabeth Warren hat nochmal gesagt, also keines der Probleme von 2008 ist gelöst, im Gegenteil. Bernie Sanders, über den ich mich jetzt nicht generell äußern will, aber immerhin ist er bekannt dafür, dass er Glass-Steagall auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und weil Hillary Clinton so sehr jetzt offensichtlich große Gelder der Wall Street annimmt, haben sehr viele prominente Demokraten in den USA jetzt Bernie Sanders unterstützt. Darunter einige sehr vernünftige Leute und sehr, sehr ehrenwerte Leute. Also das ist jedenfalls ein großer Faktor. Aber das ist natürlich jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht. Wenn man Glass-Steagall durch einführen würde, jetzt würde natürlich im Grunde nur der Teil des Finanzsystems quasi berücksichtigt, der mit der Realwirtschaft zu tun hat. Das heißt, die Geschäftsbanken würden unter staatlichen Schutz gestellt, während die Investmentbanken, Hedgefonds, Schattenbanken, also der ganze Bereich, um den es hier eigentlich geht, die müssten ihre Bücher offenlegen. Und dann würde genau das passieren, was mit Pecora in den 30er Jahren passiert ist. Dann kämen eben viele dieser Dinge ans Tageslicht, die in der Tat kriminell waren und sind. Und dieser Bereich muss weg. Wir müssen zurück zu einem Zustand, wo das Finanzsystem wieder der Diener der Industrie wird. Weil Banken produzieren letztlich nichts. Sie sind eine Dienstleistungsangelegenheit und sie sollten auch keineswegs so sehr im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen, wie das im Augenblick der Fall ist, sondern das muss wirklich auf eine natürliche Dienstfunktion für die Realwirtschaft zurückgeschraubt werden. Und die beste Methode, das zu tun, ist eben Alexander Hamilton, der erste Finanzminister der USA, der die Nationalbank geschaffen hat, der ein Kreditsystem geschaffen hat. Natürlich Franklin D. Roosevelt mit dem Reconstruction Finance Corporation. Damit hat er die USA in den 30er Jahren aus der Depression herausgeführt. Oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau, so wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg war, bei ihrer Rolle zur Finanzierung des deutschen Wirtschaftswunders. Und diese bewährten Modelle, die ja durchaus in Annäherung nachempfunden werden, heute von der AIIB, von der New Development Bank, vom Maritime Silk Road Fund Chinas, alles Banken, die ausschließlich auf die Finanzierung von Infrastruktur, von Realwirtschaft orientiert sind und wo dieser ganze Casino-Teil eben nicht vorhanden ist. Aber wir müssen natürlich dringend in Europa und in Amerika diese Casino-Wirtschaft wirklich beenden und zu einer vernünftigen Industriefinanzierung und Finanzierung von Landwirtschaft, von Handel zurückkehren. Nun, in der knappen Themenzeit möchte ich noch den Bereich ansprechen, der vielleicht noch vor dem Auseinanderfallen des Finanzsystems derjenige ist, um den man sich eigentlich am dringendsten sorgen müsste, nämlich die international wirklich weit anwachsende Kriegsgefahr. Also nicht die Gefahr, dass es zu einem weiteren Krieg irgendwo kommt, in Syrien
oder wie wir das in den letzten 10, 15 Jahren erlebt haben, sondern tatsächlich zu einem Weltkrieg und wahrscheinlich auch zum Einsatz von Atomwaffen. Für die Zuschauer und Zuhörer unserer Sendung kein neues Thema, aber es gewinnt trotzdem an Brisanz. Du hast verschiedene, Helga, du hast verschiedene so Hotspots, was diese Gefahr angeht, identifiziert und ich wäre dankbar, wenn du das an dieser Stelle auch nochmal tun könntest. Ja, eine der gefährlichsten Hotspots ist die Lage im Südchinesischen Meer, wo es ja eine Klage gibt der Philippinen in Den Haag, wo sie also China beschuldigen, dort die Freiheit der Navigation zu verletzen, was nicht stimmt. Kein einziges Schiff wurde bisher von China an der Durchfahrt in irgendeiner Weise behindert, ganz im Gegenteil, also die Tatsache, dass China da einige Felsen und Reefs ausbaut und zum Teil auch mit also militärischer Dimension, ist, genau wie China sagt, dazu geeignet, die Piraterie in dieser Region besser zu bekämpfen. Die einzigen territorialen Verletzungen wurden ausschließlich von den USA begangen durch Entsendung von Kriegsschiffen, die die 12-Meilen-Zone Chinas verletzt haben. Aber im Grunde stellt sich ja die Frage, um was geht es da überhaupt? Geht es wirklich um ein paar Felsen im Meer? Sind die USA wirklich entschlossen, einen Krieg anzufangen mit China wegen philippinischer Ansprüche auf diese Felsen? Offensichtlich nicht. Und die chinesische Zeitung Global Times hat, ich glaube, es war gerade gestern, die Sache auf den Punkt gebracht, dass sie nämlich sagen, es geht wirklich nicht um diese Felsen, es geht um den Anspruch der USA, die unipolare Weltordnung aufrechtzuerhalten. Und sie sagen eben, China steigt auf, das gefällt uns nicht, und wir bestehen auf dem Recht, die Regeln im Südchinesischen Meer und überall auf der Welt alleine unipolar zu bestimmen. Und China sagt, wieso? Diese Inseln sind in unserer geografischen Nähe, die gehören zu China seit historischen Zeiten und die sagen, also sie werden sich da nicht, sie werden da keinen Rückzieher machen, sondern bestehen auf ihrem Recht. Das ist eine hochgefährliche Lage, weil Xi Jinping hat bei dem letzten Treffen mit Obama ihn dringend gewarnt, diese Situation nicht zu eskalieren. Ein Tag später haben die USA ein Kriegsschiff genau in diese Region geschickt. Also es ist eine ganz gefährliche Situation und es ist einfach ein Tatbestand. China ist dabei, zu einer führenden Weltmacht zu werden. Und die Idee, dass die USA überall auf der Welt die Regeln alleine bestimmt, ist nicht haltbar, das ist nicht realistisch. Und derselbe Anspruch verbirgt sich ja auch hinter den TPP, also Trans-Pacific, also diesem TPP, was das Äquivalent ist von TTIP für den Atlantik, ist TPP für den Pazifik. Und da besteht eben Amerika auch explizit, steht in dem Text, dass sie die Regeln bestimmen und nicht China. Und ich habe ja oft genug gesagt, die Antwort ist nicht, dass man die Unipolarität mit der Multipolarität ersetzt, weil jede Form von Polarität immer noch die Gefahr von Geopolitik beinhaltet, sondern die Antwort muss sein, ein vollkommen neues Paradigma an die Stelle zu setzen, eben die Win-Win-Perspektive von China, die Idee des neuen Paradigmas, wo man von den gemeinsamen Interessen der gesamten Menschheit ausgeht und kein nationales Interesse darf im Widerspruch zu diesem Gesamtinteresse der menschlichen Gattung stehen. Eine ähnlich gefährliche Situation ist natürlich in Südkorea. Da finden derzeit die größten Manöver statt zwischen USA, Südkorea und Amerika macht großen Druck, dieses THAAD Raketensystem zu installieren, was China auch erheblich also zurückgewiesen hat
mit dem Argument, dass die Reichweite eben nicht nur Nordkorea betrifft, sondern weit ins chinesische Territorium hineinreicht. Also das ist ein anderer Krisenherd, der die Menschen aus der Region in höchste Sorge versetzt, dass sie also befürchten, dass es da zu einer Provokation kommen könnte, wenn Nordkorea dann irgendwas macht, das dann als Auslöser benutzt wird. Also das ist ebenfalls von höchster Gefährlichkeit. Und dann bleiben natürlich die Provokationen von der NATO, Herrn General Breedlove, und auch Ash Carter, die ja beide gesagt haben, die größte Bedrohung für die USA wären erstens Russland, zweitens China, drittens Iran, viertens Nordkorea und fünftens Terrorismus. Und das ist natürlich vollkommener Wahnsinn, weil immerhin haben Kerry und Lavrov, die Außenminister Russlands und der USA, ein Waffenstillstandsabkommen in Syrien organisiert. Russland hat eine ganz wichtige Rolle gespielt beim Zustandekommen des P5+1-Abkommens für den Iran. Und viele Menschen sagen ja inzwischen, Politiker aller Art, dass ohne die Zusammenarbeit mit Russland und China die wichtigsten Probleme nicht zu lösen sind. Also von daher zu sagen, Russland, China, das sind die Feinde Nummer eins, ist einfach falsch. Es ist unnötig provokativ und muss dringend damit beantwortet werden, dass wir in Europa dazu ganz klar Nein sagen und die Kooperation mit Russland und China suchen. Nun, das wirft natürlich wirklich die Frage auf, ich will es mal so sagen, du hattest das in einem kürzlichen Gespräch, finde ich, sehr interessant formuliert. Der Aufruf, den du ja quasi gestartet hast 2012 mit einer Konferenz, ein neues Paradigma für die Menschheit einzuleiten, da hattest du in einem Gespräch vor kurzem gesagt, ein neues Paradigma ist ja nicht einfach nur nicht das alte Paradigma. Also da besteht ja, es hat ja eine eigene Substanz, beziehungsweise es ist tatsächlich etwas Neues und nicht nur die Ablehnung von etwas, von dem wir wissen, dass wir das nicht mehr haben wollen und dass es die Menschheit ins Verderben stürzt. Und am ehesten konzentriert es sich in den Bemühungen Chinas mit der neuen Seidenstraße. Und unsere Forderung ist ja, dass aus der neuen Seidenstraße tatsächlich die Weltlandbrücke wird. Es gibt sehr interessante Ereignisse darum, die werden wir jetzt hier nicht alle aufführen können, aber doch einiges in Bewegung bezüglich dieser chinesischen Politik, vor allen Dingen von Ländern, die rund um Deutschland herumliegen. Also wie siehst du denn momentan den Verlauf dieser Entwicklungen und auch darin eingebettet natürlich die Frage, gibt es die Chance oder wie siehst du das, dass man die USA doch zu dieser Politik mit an Bord kriegt? Denn immerhin hat ja Xi Jinping mit seinem Besuch zum Beispiel in Saudi-Arabien, du hattest das hier vor kurzem diskutiert, ja gezeigt, dass er durchaus eine Win-Win-Politik haben will, dass eben auch in diesem neuen Paradigma nicht darum geht, die Übeltäter des Alten zu bestrafen, sondern tatsächlich eine Welt aufzubauen, in der Menschen vernünftig leben können. Also zu dem Themengebiet würden deine Gedanken hier wir würden sie sehr gern hören. Ja, also ich habe ja seit langem gesagt, wegen der historischen Lage, dass Deutschland eben so lange im Schlepptau und besetzt war vom Washington Konsensus, um es mal so auszudrücken, dass es eben nötig ist, Deutschland einzukreisen. Das heißt, dass man die positiven Entwicklungen um Deutschland herum von allen Seiten heranträgt und dass man dann letztlich Deutschland auch knackt sozusagen. Und das passiert zurzeit. Xi Jinping war vor kurzem in der Tschechischen Republik und hat dort mit dem Präsidenten Zeman wirklich sehr, sehr wunderbare Visionen entwickelt, wie eben die Seidenstraße in die Tschechische Republik weitergeführt werden kann und auch die ganzen osteuropäischen und zentraleuropäischen Staaten jetzt mit China beim Ausbau von Schnellbahnsystemen, Kanälen und so weiter zusammenarbeiten. Also all das, was die EU eben nicht macht, macht jetzt China. Und die neueren Entwicklungen sind eben, dass sowohl Österreich als auch die Schweiz jetzt quasi die Seidenstraße für sich entdeckt haben. Der Schweizer Präsident war gerade in China und hat dort also zusammen mit Xi Jinping gesagt, dass also China und die Schweiz
eben jetzt ganz eng zusammenarbeiten werden beim Ausbau der Seidenstraße und dass das unheimlich viele Vorteile für alle Beteiligten bringt. Also mit anderen Worten, in Griechenland natürlich sowieso, wo der Präsident Tsipras auch kürzlich davon gesprochen hat, Griechenland wird die Brücke zwischen China und Europa für die neue Seidenstraße. Also ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass es gibt eine Chance, wirklich zu gewinnen. Das Problem ist nur, also was wir beim täglichen Sprechen mit Menschen in Deutschland oder anderen europäischen Ländern oder auch in Amerika immer wieder finden, dadurch, dass die Massenmedien im Grunde eher schwarze Propaganda gegen China, gegen Russland machen, als dass sie die total positiven Entwicklungen berichten, wie zum Beispiel Ägypten, das ja eine wahnsinnige Entwicklung gemacht hat mit dem Ausbau des zweiten Kanals, des Suezkanals und jetzt riesengroße Projekte hat, Industrieprojekte, Projekte, die Wüste zu begrünen, neue Städte zu bauen und das inzwischen absolut als Teil der neuen Seidenstraße sieht. Wir hatten ja unseren Weltlandbrückenbericht vor kurzem dort auf Arabisch vorgestellt. Der Transportminister hat das voll und ganz in der Pressekonferenz mit unterstützt. Und da, wo die Menschen durch die Medien erfahren, dass da riesengroße Entwicklungsprojekte, neue Arbeitsplätze geschaffen werden, eine Zukunftsperspektive da ist für junge Menschen, da sind die Menschen froh und optimistisch. Und da, wo die Massenmedien im Grunde ihre Pflicht, die Bevölkerung aufzuklären und ihr Recht auf Information zu bedienen, versäumen, wie in Europa, also Deutschland oder Amerika, da sind die Leute pessimistisch, weil sie wissen nicht, dass diese Alternative existiert. Und in Amerika, da ist ja nun im Grunde ein Skandal nach dem anderen, berichtet die New York Times und andere Zeitungen, dass die Selbstmordrate bei weißen Amerikanern, also nicht bei Afroamerikanern oder Hispanics, sondern bei der weißen Bevölkerung sich in den letzten 15 Jahren vervierfacht hat. Und der neueste Bericht ist eben, dass gerade junge weiße Frauen in der Altersgruppe, ich glaube zwischen 25 und 40 Jahren, da ist die Selbstmordrate am explodieren. Und der Grund ist Alkoholismus, Depression, Drogenabhängigkeit, also absolute Ausdrucksformen einer Hoffnungslosigkeit, wo man dann eben zu diesen Ausflüchten da greift oder in Verzweiflung versinkt und dann halt sich das Leben nimmt. Also wenn das kein Kennzeichen ist einer sterbenden, degenerierten Gesellschaft, dann weiß ich nicht, was es das ist. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass unsere Zuschauer, und ich wende mich da direkt an Sie, helfen Sie uns, diese Alternative der neuen Seidenstraße bekannt zu machen. Und wir hatten gerade jetzt in New York da eine ganz fantastische Konferenz zu diesem Thema. Und gehen Sie einfach auf unsere Webseiten und schauen Sie sich diese eintägige Konferenz an. Sie werden feststellen, da passiert so viel, wovon Sie mit Ihren normalen Medien keinen blassen Schimmer haben können. Und das wird Sie auch mit absoluter Hoffnung und Optimismus erfüllen. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Es ist, ich will nur wirklich nochmal darauf hinweisen, wer aufmerksam diese Sendung verfolgt, wird merken, dass es ist wirklich so, wie wir das seit einer ganzen Weile sagen, die Welt entwickelt sich dramatisch schnell und das heißt natürlich auch, du hast es sehr oft betont, Helga, dass die Möglichkeit da zu handeln, aber auch nicht ewig da sein wird. Also es wird nicht so lange warten, bis dann auch der letzte Hinz und Kunz irgendwie mal seinen Zipfelmütz vom Kopf sich nimmt und sich umguckt und sich überlegt, ob er da nicht was Besseres tun kann. Also auch von meiner Seite der Appell, schließen Sie sich uns jetzt an, wo man noch handeln kann, denn das hinterher dann zu beklagen, das, ich weiß nicht, ob wir dieses Mal überhaupt die Chance dazu hätten. Also Helga, vielen, vielen Dank und hoffentlich sprechen und sehen wir uns bald an dieser Stelle wieder. Einen schönen Abend noch. Ja. Bis bald.